Stimmt, die alte Axt hat er ja quasi verbraucht. Und jetzt habe ich die neue. So, und mit der müsste ich jetzt, ich will das mal eben ausprobieren, müsste ich schon die guten Bäume können, oder? Nee, das noch nicht. Ah, aber die. Okay, die ganz großen noch nicht. Willkommen zurück zu Palia. In der letzten Folge ist ja der Server runtergefahren, wie auch immer. Es war wohl doch nicht so. Das war nur ein bisschen buggy da oben bei der Gina, die ich angesprochen habe. Ich habe mich jetzt einfach wieder neu eingeloggt und kann noch weiterspielen. Mal gucken. Ich habe jetzt einfach nochmal eine Folge angeklickt. Hier läuft sie jetzt und da hinten war sie im Zelt. Okay. Gut, dann geht's einfach jetzt hier weiter, so lange, bis die Server jetzt vielleicht doch runterfahren. Mal gucken. Auf jeden Fall soll ich mit ihr sprechen. Und da geht's irgendwie um so eine Phönix-Statue. Oh, you've already left. Phönix-Schrein. Ist das das vorne, das Ding, was ich schon mal entdeckt hatte? Hier drinne. Ne, es ist der Night Sky Temple. Ja, okay, das ist nicht der Phönix-Schrein. So, ich brauche immer noch 3 Pilze. Für das Cooking-Rezept. Rezept. So, die sind ja auch lustig hier. Die sehen ja gar nichts. Ja, guck mal, der setzt sich sogar hin. Cool. Okay. Ah, ich brauche Schlüssel. Okay. Ist mir jetzt schon öfters begegnet, dass ich einen Schlüssel für irgendwas brauche oder wenn ich irgendwo rein möchte. So, kann ich hier irgendwas looten, klauen? Nee, ne? Schade, schade. Da kommt einer. Oh, oh. Ist nicht sein Garten, oder? Nee. Aber ja, so stelle ich mir das vor, wenn ich mich dann einlogge. Am nächsten Tag habe hier so meinen Garten. Hier und sag, oh ja, ich brauche unbedingt Karotten oder ernte hier das und dann verkaufe ich das, vertick das, mach Gold. So stelle ich mir das ungefähr vor, ja. So, jetzt haben wir hier einen. Hä? Okay. Also ist ja. Ah, jetzt kann ich looten. Feldgrille, okay. Oh, der war aber hartnäckig. Vielleicht kann man ja sogar so einen Bullen da hinten nachher irgendwie kaufen mit einem Karren hinten dran und dann kann man irgendwie seine Felder effizienter ernten. Das wäre schon cool. Was haben wir hier? Eine Art Baumhaus. Ja, fehlt mir auch der Schlüssel, okay. Aber eigentlich wollte ich nur Pilze haben. Damit ich mal was kochen kann. Hier geht's runter ans Wasser. Oh, was haben wir hier? Okay. Das sieht mir doch aus wie Kupfer, oder? Lehm. Okay, ja, hier so am Wasser. Ja klar, Lehm. Was denn sonst?
Tja, überall hier die Viecher, die hier rumfliegen. Ja, hier war ich tatsächlich auch noch nicht. Also noch gar nicht. Wenn ich da mal rüber gucke, wo bin ich denn? Ich bin hier unten links. Okay, da ist wohl noch irgendein anderer Bereich. Ich weiß auch nicht, ob das alles hier ist an Spiel oder ob es mehr gibt. Ich habe keine Ahnung, das werden wir aber alles sehen. Sonnentropfen, was? Lilie? Ja. Ah, ich wollte gerade sagen, mal gucken, ob hier ein guter Ausblick ist, aber hier ist sogar eine Truhe. Oha. Hm, das gab ein bisschen was. Okay, also es gibt wohl Truhen, die man hier auch looten kann. So, da unten müsste nochmal Lehm sein. Was haben wir hier? Kann man das einsammeln? Sieht nicht so aus. Da sind ein paar Fischdinger. Hier nochmal Lehm bestimmt. Jo. Da ist eine Hütte. Aber kann ich bestimmt... Achso, das ist einfach nur so ein kleiner Hafen hier, okay. Kleiner Boote, so ein kleines Dock. So, ah, okay, auch gut zu wissen, dass wenn andere Spieler hier was abbauen, dann ist das für mich anscheinend weg. So hat es für mich jetzt gerade ausgesehen. Also der hat ja das Lehmvorkommen da gerade abgebaut oder vielleicht war es auch Kupfer. Und ich konnte es dann nicht mehr einsammeln oder abbauen. Ja, irgendwie keine Pilze. Gibt's doch gar nicht. Da ist einer am Jagen. So, mal eben orientieren. Wo bin ich denn? Da läuft Badru. Von dem möchte ich auch was, ne? Und dann glaube ich eben wieder... Ich mach den mal erst. Der bringt mir dann irgendwie How to Garden bei. Also das Beete anlegen und so weiter. Okay, das hier kenne ich auch noch nicht. Ach, hier kann ich... Nicht die Samen, sondern an sich... Das direkt kaufen. Okay, gut zu wissen, dass es das auch gibt. So. Ah, okay, das ist der Gärtner, ja, macht Sinn. Von dem bekomme ich jetzt, glaube ich, auch die Hacke, ne? Habe ich die schon? Nee, noch nicht. Triff Badru bei deinem Grundstück. Ja, okay, da wollte ich sowieso hin. Perfekt. Das müsste irgendwo in dieser Richtung sein. Das ist Stein wahrscheinlich. Ja, okay.
Da sind welche am Angeln. Ich muss über die Brücke. Ja, da oben hin. Dann müsste auch das Holz fertig sein, damit ich mir die bessere Axt machen kann. Ich glaube, wo war es lang? Jo, ich bin auf dem richtigen Weg. Immer geradeaus. So. Wir machen eins nach dem anderen. Schön, chillig, ganz ruhig. Gucken uns das alles an. Drängt ja nichts. So, ich hol erst meine Axt hier oder das Holz für die Axt. So, man kann dann nochmal weiterarbeiten. Dann baue ich mir die Axt. Gewöhnliche, ja. Stimmt, die alte Axt hat er ja quasi verbraucht. Und jetzt habe ich die neue. So, und mit der müsste ich jetzt, ich will das mal eben ausprobieren, müsste ich schon die guten Bäume können, oder? Nee, das noch nicht. Ah, aber die. Okay, die ganz großen noch nicht. Ah, Server Connection lost. Jetzt scheint der Server runtergefahren zu werden. Aber ich habe bei anderen gesehen, dass die Meldung auf einmal wieder weg war und die konnten weiterspielen. Also irgendwie nur so ein ganz kurzer Connection Lost. Aber ich weiß nicht, was die gedrückt haben. Also ich kann mich nicht mehr bewegen. Das geht auch nicht. Ich kann höchstens das nochmal aufmachen. Hier unten links seht ihr, habe ich schon ein bisschen hier Holz hacken, Steine hacken und ein bisschen geangelt. Leider bekommt man nicht mehr Infos darüber, hier irgendwie, was da irgendwie jetzt noch, da steht nur einer angeln, das ist also der NPC, der fürs Angeln zuständig ist. Ja, hier fehlen mir noch zwei Gegenstände, da weiß ich auch nicht, ob kann man die umlegen. Nee, anscheinend nicht. Oder vielleicht Connection Lost, vielleicht lässt er mich das auch gar nicht machen. Dann gibt es noch Accessoire, ein Gleiter, da kann man kurz irgendwie gleiten. Ich weiß auch nicht, ob es hier eine richtige Open World gibt. Entspricht dem Gesamtwert all deiner Fertigkeitsstufen. Ach so. Mit jeder neuen Stufe erhöht sich dein Ansehen. Ach, guck mal an. Du hast Eigenschaften gezeigt, die typisch für den Persönlichkeitstyp Feuer sind. Deswegen bei den Antworten auch immer diese komischen Symbole dabei. Aber was heißt das denn genau? Also Persönlichkeitstyp. Habe ich hier noch gar nicht so gesehen. Ja, okay. Wirklich Server Connection lost. Ich kann hier auch nichts umlegen. Was wollte ich nochmal gucken? Karte ist hier nicht verfügbar. Das sind die Quests. Drei kann man immer anheften. Gemeinschaft, ja, geht jetzt wahrscheinlich auch nicht. Das ist so eine Art Gilde oder ja, Gemeinschaft halt. Beziehungen. So, wo habe ich denn eine Beziehung schon? Nicht wirklich, ne? Bei der werde ich wahrscheinlich oder werden wir wohl eher hochgehen, weil man mit der, glaube ich, mehr zu tun hat. Dann hat man hier wöchentliche Aktivitäten. Anscheinend, je besser man sich mit der versteht, umso mehr
wöchentliche Aktivitäten hat man dann oder bekommt man. Dann gibt es hier, okay, hier gibt es die Schlüssel von denen, dass ich bei denen zu Hause rein kann. Und hier dann nochmal zum Schluss immer so eine... Okay, jetzt hat er mich sogar hier rausgeschmissen. Gut, dann würde ich sagen, warte ich mal, bis die Server wieder da sind. Ich hoffe, die machen nur einen Neustart oder ähnliches oder einen kleinen Patch oder sowas. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Skippy.